Ja, ja, das ist das mit dem Black Hole, ich weiß. Je schlimmer als X7 wird halt schwer. Da ist halt definitiv was dran. Excellence Waffe hat auch nur so einen Bamboo-Werfer. So, war das jetzt? Das war das hier, ne? Okay. Oh, ich weiß, wie das hier mit Excel funktioniert. Oh, ich bin dämlich. Warum habe ich das eben mit Zero nicht gesehen? Goddammit. Okay. Aber ich habe da gerade was gesehen. Ihr auch? Das hier ist das eigentliche Ding, was du machen willst. Warum sind diese Stacheln so merkwürdig? Seht ihr die Hitbox von den Stacheln? What the fuck? Wir haben den Haken gefunden. Die Hitbox ist halt super weird. Wir haben den Haken gefunden. Oh, weil Stacheln immer noch Instakill sind. Das ist ja nichts Neues. Na, darf ich wieder zurück zum Labor? What is happening? Okay, irgendwelche Teilmissionen, cool. Oh, die muss ich alleine machen, ja. Lass mich raten, das killt auch die Stream Bitrate. Das würde mich nicht wundern. Diese ganze Stimme, wie das Intro. Okay.
Okay. Ach, das ist gescheitert, ja? Sure. Mission geschafft. Okay, sure. So, Chip-Entwicklung. Waffe erhöhen. Erhöht die maximale Waffenenergie. Okay. Und was ist dann, dass es hier auch Waffe erhöhen, okay? Ich muss gestehen, ich finde die. Lass mich mal was gucken. Ich meine, es gibt. Oh, kannst du das hier nicht einstellen? Kannst du hier nicht. Ah. Aber das Ding ist, was ich gerne wissen würde, ich weiß, als ich das Spiel gestartet habe, habe ich mich nach einem Schwierigkeitsgrad gefragt. Aber es gibt ja immer noch den hier. Und ich wollte einfach mal wissen, wie das, wie der Easy-Schwierigkeitsgrad des Spiels ist, im Gegensatz zu dem der. Zu dem anderen hier. Macht das Sinn? Okay, also die Stage ist irgendwie ätzend. Die lassen wir uns erstmal. Was ist mit dir? Roger. Let's do it. Ich gehe davon aus, dass die Dawn-Chips dafür sind, dass ich nicht insta-tot bin. Das Ding killt alles. I'm sorry. Das müsste gehen. Aber diese Blitzkacke ist. Dude, da kommt kein Encoder der Welt mit. Gravity control system in place in this facility. You can probably open up new routes by rotating the gravitational pull. Okay. Zero, can you hear me? My analysis. Gott, ich mag das. Das ist so richtig intuitiv und überhaupt. Holy fuck, ey. Oh, ich sollte nicht auf dem Schalter stehen. Das ist natürlich Smart Potato. Okay, was ist hier? Hier oben ist nichts. Schwerkraft. Was? Die Schwerkraftschalter funktionieren in diesem Raum offenbar anders. Sie helfen dir, einen Weg ins nächste Gebiet zu finden, falls du stecken bleibst. Warum würde ich hier stecken bleiben? Ich kann quasi den Raum immer so drehen. Tschüss. Ah.
Gott, das ist so cool. Ich bewege nichts. Ich habe die Hände nicht am Controller. Der Incoming Damage, den du bekommst, der ist halt ein bisschen crazy. Oh, hallo, Stacheln. Ja, ich merke schon, Stacheln sind hier definitiv meine ärgsten Feinde bisher. Einfach weil die Hitbox extrem merkwürdig ist von Stacheln. Wie war das? Achso, ja. Stop. Ready für Drehwurm? Let's go. Miau. Ich mag das. Die Idee ist einfach cool. Da hat einfach mal wer nachgedacht beim Leveldesign. Ja, Stacheln. Ich wollte. Dude. Ich muss rausfinden, was mit Stacheln los ist. Weil das ist merkwürdig. Das ist die zweite Stage, die sich gefühlt unmöglich anfühlt aufgrund von Stacheln. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad fühlt sich ziemlich crazy an bisher. Das sah so weird aus. Ach so, klar, hier kann ich neben dem Stachel stehen. Ja, cool. Das ist ein sehr interessanter Raum. What the fuck? Der ist sehr, sehr interessant. Du kannst auf jeden Fall Metalle farmen. Good job, El- Leben erhöhen kostet 1500. Ah. Wie viel kostet Dings? Kann ich irgendwie halben Schaden oder so lernen? Hyperangriff.
Damit lädt sich dein Angriffslast teilweise schneller. Fluchtschub, damit kannst du leichter entkommen, wenn du Gegner in die Hände fällst. Okay. Ja, im Moment fühlt es sich so ein bisschen, als ob du Metall farmen sollst, um dann durch die Level zu gehen. Let's try this one. Was war denn der Dornläufer? Ich habe Dornläufer jetzt mal mitgenommen. Ich brauche keine Navigation, fuck you. So eine Pseudo-Stealth-Mission oder was? Halt. Interessant. Bin ich so bescheuert? Ja, ich bin so bescheuert. Was? Wo muss ich drücken? Fuck you. Warte mal, ich hab da noch Lebenstränke. Ich weiß nicht, ob ich die Dornbarriere mitgenommen oder das andere. Ich bin der Meinung, ich habe das andere mitgenommen. Das Level ist irgendwie cool. Oh, come on. What is this madness? Ich bin hier gerade einfach freiwillig runtergelaufen ins Nichts. Which is better, X7 or X8? Gameplay wise X8. This room is why I hate this game. Well, it's kinda the same, always the same. I can see that, but gameplay-wise, this is much, much better than X7. X7 wasn't even playable sometimes.
Here I come! I have to say, the only thing I'm really liking about this series is the switch mechanic. Wait, I wanna... Okay. Let's switch! Got this one! Go for it! Leave it to me! Ist doch schon relativ lang. Stop spawn grenades. Okay. Ich mache irgendwie keinen Fortschritt gerade, was mich nervt. Ich mache halt einfach null Fortschritt. Warum heißt das Ding Dornläufer? Ich würde halt eigentlich... Ach, da mal. Den Mainstream mehr will ich gerade gar nicht. Ich könnte darum wohl den Schwierigkeitsgrad auswählen. Ist das echt nur bei neuem neuen Spiel? Das scheint nur so bei einem neuen Spiel zu sein, hm. Also ich kann es gerade nicht umstellen. Let's double check. Er spart es nicht nur bei einem neuen Game. Ich bin gerade mit mir selbst am debattieren, ob ich auf Easy neu anfange. Weil den einzigen Weg, den ich gerade sehe, um vorwärts zu kommen, ist schlichtweg Chips zu farmen. Ich sehe gerade echt keinen anderen Weg.
was mich hier ankotzt. Bin ich ganz ehrlich, das kotzt mich an. Ich meine, klar hast du hier auch Easy Mode. Let's just see how this one is. Wow, du hast ungefähr das Doppelte an Leben schon mal. Das ist mindestens das Doppelte an Leben. Und du verlierst nicht dein halbe ungefähr. Ja, du verlierst ungefähr das halbe Leben. Was passiert, wenn ich das mache? Plus das. Bin ich dann einfach unsterblich? Spielt dieser Spiel dann selber? Ich krieg gar keinen Schaden mehr. Ich bin absolut unsterblich. Also das ist ein bisschen hart langweilig. Ich glaube, das ist okay. Metall scheint so ungefähr dieselbe Menge zu bekommen. Es fühlt sich halt hier so fucked easy an, aber die Stage war auch mit den anderen easy. Lass mich einfach mal gucken, wenn ich wieder zum Punkt komme, wo ich eben war. Also wo ich mit meinem Spielstand war. Come on. Das ist das, was ich wollte. Mit dem Framerate begann. Das dürfte mir nicht aufhören.